Wie ich ja bereits schon erwähnt habe, habe ich mich jetzt dafür entschieden, die Maschine so weitestgehend wieder zusammenzubauen. Wie man sieht, Vergaser Nummer 4 ist zugestöpselt. Das Pair habe ich auf den zweiten Vergaser angeschlossen, die Unterdruckleitung für den Benzinhahn auf den ersten Vergaser. Das steht im Büchli auch nicht. Das Pair-System ist auf beiden Seiten wieder montiert. Neue Krümmerdichtungen sind drin. Bleibt die Frage, was tut die Maschine? Wir dürfen gespannt sein. Zündung an, Kupplung ziehen. Läuft. Warum sie sich jetzt so komisch anhört, ist einfach erklärt. Da ist leer. Es ist tatsächlich so, wenn man den Pair-Schlauch auf den falschen Vergaser aufsteckt, dass dann ein etwas unruhigerer Motorlauf stattfindet und ab und zu auch in den Vergaser zurückgeballert wird. Jetzt ist es nach dem Büchli richtig. Jetzt wird einfach morgen mal eine Probefahrt gemacht und dann werde ich noch berichten. Vielleicht ist der eine oder andere geneigt, dem gleich zu tun. Und ich biete mich da natürlich auch an, das ein oder andere für den geneigten YouTube-User zu übernehmen. Gerne auch europaweit. Was nicht bedeutet, ich komme zu euch und richte eure Maschine. Nein, ganz im Gegenteil, ihr kommt zu mir und ich richte eure Maschine. Beziehungsweise, wenn es um die Vergaseranlage geht, ausbauen, herschicken. Kontakt stellt ihr einfach entweder über YouTube oder meiner Webseite www.niceeye36.de. Nicht wundern, ich bin in Österreich, aber ich bin Deutscher. Und meine Domain hatte ich mit hergenommen und die werde ich auch behalten, weil die ist relativ bekannt. So viel zur Eigenwerbung. Boah, bleifreier Sprit, widerlich. Ja, wurscht jetzt mal, auch wenn es abgehackt war oder irgendwas noch fehlen sollte. Es kommt nachher noch die Zusammenfassung. Dann werde ich mich jetzt mal ein bisschen darum kümmern, die Maschine weiter zu säubern. Hier in dem vorderen Bereich besteht noch Handlungsbedarf. Aber das kennt ihr, das brauche ich euch nicht zeigen. Interessant wird nachher die Zusammenfassung, was habe ich alles getan, damit die Maschine wieder ordentlich läuft. Und bis dahin wünsche ich euch was. Viele Sachen sehen einfach besser aus, wenn sie mal ein wenig poliert und sauber gemacht wurden. Mag pedantisch sein, aber manchmal reißt es mich halt, sowas zu machen. Sieht schon wieder fast aus wie ein Motorrad. Natürlich auch von der Seite. Der ein oder andere mag sich jetzt freuen. Oder auch nicht. Ich habe es euch ja versprochen, ich werde die Vergaser synchronisieren. Was man als allererstes tun muss, sind diese Blindkappen hier. Die sehen so aus. Die muss man entfernen. Den Unterdruckschlauch fürs Pair-System und den Unterdruckschlauch für
den Unterdruckbenzinhahn. Muss man natürlich auch entfernen. Dann brauchen wir eine externe Benzinversorgung. Et voilà, die haben wir hier. Oder man macht es mit dem Tank, aber mit dem Tank, das wird schwierig. Also besorgt euch so eine externe Benzinflasche, gibt es bei Lewis für ein paar Euro. Wir haben ja 1, 2, 3, 4 Uhren. Und sagen uns ganz einfach, der Schlauch von der Uhr ist die Nummer 1. Und den stecken wir folgedessen auch auf den Anschluss, den Unterdruckanschluss oben am Vergaser. Es gibt natürlich für unterschiedliche Motorräder unterschiedliche Verfahren, brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben hier die 1200er Bandit, Baujahr 2000. Die hat diese Nischel oben an den Unterdruckmembrandosen. Und da werden jetzt alle vier angeschlossen. Einfach der Reihe nach. Das Kalibrierungsprinzip der Uhren, wie es immer wieder gesagt wird, man soll zuerst an einem Zylinder alle vier Uhren einschließen und sie einstellen, halte ich für Blödsinn. Weil das Einzige, was ich einstellen kann, ist, wie schlappert dieser Zeiger rum, und das kann ich genauso gut auch machen, wenn die an alle vier angeschlossen ist. So, jetzt brauchen wir hier den Schlüssel auf Zündung. Benzin ist drin. Möglichst darauf achten, dass diese Uhren nicht großartig abstürzen können. Ich lege die mal so hin, man sieht sie jetzt zwar nicht, aber das soll ja mal egal sein. So. Und jetzt sieht man schon, wie die Zeiger hier rumzappeln. Und jetzt drehe ich einfach hier zu. Und zwar so weit, bis sich dieser Zeiger beruhigt. Ja. Einfach mal vielleicht umdrehen. So, so, so. Und da ich den Vergaser vorher schon synchronisiert hatte, als die Maschine zu mir kam und ich da auch nichts verändert habe, sind alle vier Zylinder gleich. Folgedessen stellen wir da jetzt einfach ab und es passt. Ihr müsst mir jetzt einfach zugestehen, dass ich nicht extra den Vergaser verstelle, um euch die Synchronisierung zu zeigen. Da wird mit Sicherheit irgendwann mal ein Motorrad kommen. Das Grundprinzip ist immer gleich. Man muss alle vier Vergaser in eine Reihe bringen. Ich habe das Ganze auch relativ abgekürzt. Ich hätte noch Gas geben müssen, etc. pp. Aber ich habe da nichts verstellt. Ja? Das Ding ist so auseinandergebaut worden. Die Schrauben blieben unangetastet. Und so ist er auch wieder zusammengebaut worden. Und das heißt, es ist selten, dass sich nach einer Vergaserzerlegung sowas verstellt. Aber sei es drum, es wird in absehbarer Zeit, nicht in absehbarer Zeit, es wird irgendwann mal zu einer Synchronisierung kommen, die ich dann von A bis Z zeige. Und spätestens im Winter, wenn wir unsere eigenen Motorräder zerlegen und reinigen, das ist bei uns so ein Standard, dass wir immer zum Saisonende, wenn man sagt, okay, ab heute fahre ich kein Motorrad mehr, dann kommen die hier in die Werkstatt, der Reihe nach, immer eine nach dem anderen, wird mehr oder weniger komplett zerlegt, es wird alles geprüft, es wird alles gereinigt. Eventuell gibt es da noch einige Reparaturen, aber das kommt ja eventuell auch noch später. So, sie läuft, Vergaser ist okay, Auspuffanlage ist okay, Krümmer sind dicht, Sitzbank und Tank und natürlich hinten den Topfkäse nicht vergessen, der Beauty-Koffer. Oder wie ich gerne sage, der Buko, der Beischlafutensilienkoffer, weil es ganz einfach super ist, mal so eine 1,5 Liter Flasche Holundersaft, Radler, Jause. Für die Deutschen unter uns,
im Schwabenland ist das Vesper, dann gibt es das Vesper, dann gibt es die Zwischenmahlzeit für die ganz Hochdeutschen und wie es auch sonst noch heißt. Bisschen Werkzeug, Ersatz, Hebelei und so weiter und so fort. Also bis auf die Hebebühne eigentlich die komplette Werkstatt mit dabei. Ihr glaubt es auch an der Weihnachtsmann. So, 1200er Bandit, Probefahrt. Ja, klar ist, dass nicht heiß ist. Draußen hat es gefühlte 40 Grad. Aber wir wollten es ja so. Kommen wir also zum Abschlusswort und zum Resümee der Arbeiten an der Suzuki Bandit. Zusammengefasst, was habe ich getan? Ich habe den Vergaser ausgebaut, ich habe den Vergaser zerlegt, Ultraschall gereinigt und mit einem neuen Dichtsatz versehen. Beim Dichtsatz war dabei ein neues Schwimmernadelventil und ein neues Schwimmernadelgehäuse. Also die Schwimmernadel kam neu und das Gehäuse dazu kam neu. Schien mir auch notwendig, wenn man die Schwimmernadeln anschaut, die haben schon eine ordentliche Kerbe und diese Fliege, die hier rumfliegt, die nervt. Ja. Egal. Nach dem Zusammenbau der Vergaser und dem Einbau der Vergaser habe ich festgestellt, dass das PAIR-System, das Primary Air System, falsch angeschlossen war. Das gehört nicht an den vierten Zylinder, das gehört an den zweiten Zylinder. Es war aber definitiv auf dem vierten Zylinder. Irgendwo muss da im Vorfeld was bei dem oder den Vorbesitzern falsch gelaufen sein. Ansonsten ist alles geprüft worden. Die Gemischregulierschraube habe ich auf 2,5 Umdrehungen rausgedreht. Und das war's eigentlich. Generell wurden ja Servicearbeiten ausgeführt bei der Bandit. Bedeutet, das Ventilspiel wurde kontrolliert. Die Vergasersynchronisierung wurde durchgeführt. Ölwechsel. Neue Filter, neue Kerzen, das übliche Prozedere. Ja, was war jetzt der definitive Fehler? Dieses Gleichmäßigkeitsruckeln, dieses Zurückknallen in den Luftfilter. Ich würde sagen, es war das Gesamtpaket aus Wartungsstau, es war das Gesamtpaket oder im Gesamtpaket betrachtet Vergaser. Nochmal erwähnt, falls es irgendwie untergegangen sein sollte, ich hatte diese Vergaseranlage schon mal ausgebaut, nicht zerlegt, wohlgemerkt. Ich habe nur die Düsen, also nicht getrennt, sondern schon den Vergaser zerlegt. Mit dem Lewis Vergaserreiniger durchgeputzt. Auch die Tröpfchenprobe gemacht, für mich war alles in Ordnung. Die Ansaugstutzen waren undicht. Die hatte ich dann mit Dichtmasse abgedichtet als Übergangslösung. Kann man ja durchaus machen, wenn es dicht ist, ist es dicht. Es wurde dann, nachdem das erste Mal der Vergaser wieder eingebaut wurde, die Maschine gestartet wurde und lief,
Und wir dann auch gefahren sind, 50 Kilometer ungefähr, eine kleine Runde gedreht seit der Anmeldung. Wurde natürlich auch mit Bremsenreiniger und Startpilot abgesprüht. Da war alles d'accord. Ich würde sagen, wer Probleme mit seiner Suzuki hat, Vergaser ausbauen, Vergaser ordentlich ultraschallen lassen. Das übernehme ich gerne für euch. Ihr schickt mir den Vergaser zu. Wir reden dann über die Preise. So wild wird es nicht werden. Und was ich dann dringend empfehle, wenn ihr eure Bandit weiterfahren wollt, und da scheint es egal zu sein, ob die 600er oder die 1200er, den großen Reparatursatz beim Vergaser. So ab 40.000, 50.000 Kilometer wird das schon kritisch mit den ganzen Nadeln, mit den ganzen Düsen. Die Düsen eigentlich weniger, aber die Vergasernadel und der Düsenstock, die können schon eingeschlagen sein nach der Kilometerleistung. Und die Überlegung steht ja nochmal den Vergaser rauszunehmen. Und tatsächlich nicht nur die neuen Dichtungen reinzutun, sondern den kompletten Vergaser innen neu aufzubauen. Aber das haben wir dahingestellt, weil ja immer noch nicht klar ist, wird sie behalten, fährt sie der Tommy weiter und länger oder fährt er sie nicht länger. Ich habe mir das reiflich überlegt, ich bin auch nochmal ein paar Kilometer mit der Bandit gefahren. Eine super Maschine mit ordentlich Dampf, wenn die Drehzahlen bekommt, steigt sie im zweiten Gang ganz von alleine. Aber im Gesamtpaket gesehen, für das, was ich fahre, nämlich Pässe, Spitzkehren und enges Winkelwerk, zu unhandlich. Die Maschine hat ein ziemlich hohes Aufstellmoment. Fantastische Bremsen, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Aber mir fehlt die Kurvengeschwindigkeit. Die Maschine kann man zwar drücken, ich bin auch mit meiner Suzuki GS850, Baujahr 1979, nicht langsamer gewesen als wie mit der Bandit oder mit der damaligen Kachiwa oder mit der KLR 650. Wohlgemerkt, ich rede hier von Winkelwerk und das Winkelwerk bedeutet, das sind hin und wieder Spitzkernen. Das heißt, es geht einmal 180 Grad um die Kurve. Und ja, da tut sich die Bandit verflucht schwer. Und solange meine Kachiwa Elefant das so super macht, solange fahre ich meine Elefant. Werde also definitiv die Bandit nicht übernehmen und somit dürfte auch laut meinem Gefühl sich herauskristallisieren, dass die Bandit in den nächsten 2-3 Monaten in den Verkauf kommt. Und da kann man ja dann noch drüber reden, wenn sie jemand von euch haben möchte, dass man in dem Zuge dann noch Restarbeiten, Verschönerungen vornehmen kann, wie, ich könnte mir vorstellen, ein kleines Koso-Zusatzinstrument für die Temperatur, dann vielleicht Coolride Heizpatronen für die Griffe, vielleicht einen neuen Kettensatz, Bremsbeläge sind neu, Reifen sind jetzt im Höchstfall 100 Kilometer gefahren. Es wird auch nicht so viel dazukommen, das kann ich euch gleich sagen. Und ja, Fazit des Ganzen. Operation gelungen, Patient tot. Na, also, sie läuft wunderbar. Wie sie jetzt im wirklichen Kaltstart, wenn es mal 0 Grad hat, wie sie sich da verhält, I don't know. Momentan haben wir 34 Grad draußen. Das ist nahe der Betriebstemperatur. Fast. Aber es fühlt sich gut an. Nachdem der Vergaser hier drin war, ist sie noch dreimal äugeln angesprungen und lief sofort auf allen vier Zylinder, was sie vorher definitiv nicht gemacht hat.
Da hat sie immer rumgespruckt und rumgeschossen wie eine Wilde. Und dieses Rumgeschieße, das macht sie jetzt nicht mehr. Ja, das Thema Bandit ist jetzt vorläufig fertig, abgehakt und Baustelle geschlossen. Was als nächstes kommt, weiß ich noch nicht. Es liegt maschinentechnisch bei uns im Prinzip nichts an, was dringend wäre. Markus wartet noch auf sein neues Federbein für seine Triumph Tiger TN400. Der Tommy hat eine alte Suzuki GS750. Beim Kurti seiner Lucky Explorer Elefant 57 ist prinzipiell auch alles gemacht. Alles weitere kommt über den Winter. Da werden, wie gesagt, ja wieder alle Maschinen zerlegt. Für mich gibt es momentan, so wie es aussieht, nichts Sinnvolles zu tun. Aber ich kenne mich, ich werde schon was finden, was zu machen ist. Und wenn ich meine NZ weitermache, warum auch nicht? Die ist Baujahr 72, Einzylinder, Zweitakter, 125 Kubik. Die will ich ja auch mal irgendwann zulassen. Enduro fahren. Anhängermangel. Der Kurti ist wieder auf dem Rennen in Italien mit seiner 400er KTM. Ich wollte eigentlich mit, allerdings hat mich die Startgebühr schon ein bisschen abgeschreckt. Aber wäre ich gerne mal so spaßeshalber mitgefahren. Es wird mit Sicherheit auch wieder was vom Tagliamento kommen, weil der Markus da auch gesagt hat, das wäre mal interessant. Und ich merke, ich quatsch euch wieder ein Ohr ab. Das war's von der Bandit-Front. Wie viele Teile es gibt, wird sich herausstellen. Ich denke, nochmals werde ich das auf 2-3 Teile aufsplitten eventuell oder so zusammenschneiden, dass es noch einen Teil gibt. Das wäre dann Teil 8. Und ihr dürft gespannt sein, was zum nächsten Mal kommt. Bis dann, bei Nice Eye 36 und viel Spaß.